Die Zeit des Wartens bei Türkgücü München dauert jetzt seit 6 Spieltagen an. So lange schon gab es keinen Sieg mehr. Die zum Saisonbeginn hoch eingeschätzten Münchner stehen als 16. nur einen Platz vor der Abstiegszone und sind damit voll im Abstiegskampf. Natürlich, also wenn wir da 3 Punkte weg sind und kurz vorm Strich sind, dann ist das definitiv Abstiegskampf aktuell. Also wir schauen selber auf die Tabelle und wollen dann natürlich so schnell wie möglich rauskommen und einfach mit einem guten Gefühl dann auch in die Winterpause gehen. Unter dem bereits 3. Trainer in der laufenden Saison, Alper Kayabuna, haben sich die Münchner allerdings etwas stabilisiert. 2-mal in Folge konnte Türkgücü München unentschieden spielen. Seit 4 Spieltagen ist der 1. FC Kaiserslautern unbesiegt, hat 3 der Partien gewonnen. Dies bedeutet Tabellenposition 6. Ich denke, Kaiserslautern ist aktuell eine der formstärksten Mannschaften in der Liga. Das beweist jetzt auch die Ergebnisse der letzten Wochen. Gerade in der Defensive sind sie sehr stabil, haben wenig Tore kassiert und aber auch trotzdem in der Offensive sehr gefährlich. Und gerade auch in Standardsituationen im letzten Spiel haben sie 2 Tore gemacht, sind sehr gefährlich. Aber trotzdem wissen wir natürlich auch um unsere eigene Qualität. Wir denken auch, dass wir so einen Schritt nach vorne gemacht haben und gehen mit einem guten Gefühl ins Spiel. Wir können uns auf den Gegner einstellen. Wir kennen auch die Qualität der einzelnen Spieler, die sehr, sehr hoch ist. Und da wissen wir schon, was auf uns zukommt. Bereits am Freitag wollen die Münchner gegen die Lauterer die Serie umkehren und selber endlich wieder einen Sieg einfahren. Es wäre der erste seit dem 17. Oktober.